Und dann als brotloser Schauspieler in Hamburg dann irgendwie mal hier und da rumgejobbt und dann angefangen zu moderieren. Mhm. Und jetzt beim NDR. Willst du nicht eine Gabel haben zum Stampfen? Oder ist das mit dem Löffel besser? Ich hab's nur abgefriemelt von dem Bänder mit dem Löffel, von dem Stampfer mit dem Löffel. Ah, okay. Also genau, normalerweise nimmt man da so eine Kartoffelpresse, wo man dann richtig doll matscht und dann wird es noch flüssiger und sämiger. Okay. Und dann tut man eben da noch so einen Schmandbecher rein. Wir haben Schmand. Perfekt. Happy hier. Hier, bitteschön. Du brauchst einen Löffel oder machst du es so rein? Das ist okay, das mache ich mit dem. Kannst du dir das eigentlich vorstellen, so im Dunkeln essen? Ich würde es gerne ausprobieren. Und ich wunderte mich eben, als du es eben erzählt hast, warum es Menschen gibt, die das nicht machen. Also warum die dann wieder rausgehen, weil es denen irgendwie zu heikel ist oder so. Ja, also ich glaube, da geht es halt viel so um so Angst oder so. Oder wenn ich gerade mal nicht so gut drauf bin, nicht so viel geschlafen habe, zu wenig getrunken oder so, dann wird mir vielleicht mal schlecht kreislaufmäßig oder so. Also ich glaube, das sind so die Gründe, warum man jetzt da nicht reingeht. Okay. Aber wir sind da natürlich schon immer bedacht und sagen, ja hier, komm, probier's doch nochmal aus. Und gibt auch durchaus Leute, die sich dann vom Gegenteil überzeugen lassen, dass es gar nicht so schlimm ist. Darf ich dir rühren helfen? Ja, gern. Das ist schön. Komm her. Rühren wir hier rum. Man sagt ja immer, das erlebe ich als Rollifahrer auch immer wieder, dass man als Rollstuhlfahrer besonders muskulöse Oberarme haben muss. Mhm, und genau. Als blinder Mensch muss man wahnsinnig gut riechen können und hören können. Und genau. Ist das ein Vorurteil? Muss man gut singen und gut Basketball spielen können. Ah, wie sieht's aus? Naja, als Schauspieler musst du auch singen. Singen musste ich mir aber hart erarbeiten. Okay. Basketball bin ich eine Niete. Möchtest du uns nicht ein Liedchen trällern? Nein. Gibt es eigentlich so einen plattdeutschen Song, irgendwie so eine Plattdeutsch-Hymne? Also das bekannteste ist das Tüdelband-Lied. Du kommst nicht drum rum, jetzt musst du. Anne Ecksteiten Jung mit einem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse, wenn ihr blutzig mit der Föld in Tüdel kommt und schwupp, da liegt ihr ob den Nase. Und hey Rassel mit einem Dassel gegen Kanstein und hey Bezi ganz geheurig ob der Tung. Als ihr Obstheit sagt, hätt nicht weh, Dorn, ist schon Klacks für ein Hamburger Jung. Yo, 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 Clown, Clown, Applewood wie Clown, ruckzuck übern Zaun und so weiter. Wie viele Sprachen kannst du eigentlich? Unglaublich. 5, 6. Je nachdem, ob man es jetzt als richtig sprechen bezeichnet. Aber Deutsch, Englisch, Oromo, Amharisch, Plattdeutsch und Französisch. Du warst ja auf der ganzen Welt unterwegs und hast deutschsprachige, also plattdeutschsprachige Menschen besucht. Gab es da ein Highlight für dich persönlich? Also ein absolutes Highlight war für mich in Paraguay. Da habe ich einen Ureinwohner Paraguays, ein Enklett, kennengelernt. Da waren wir also an der Bäckerei. Und dann haben wir ein bisschen auf Spanisch geschnackt. Und ein bisschen hat er mich auf seine Heimatsprache angesprochen. Die habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich aus Spaß gesagt, und was ist mit Plattdeutsch? Schnackst du mit Plattdeutsch? Und er sagte, ja. Wahnsinn. Nicht schlecht. Wahnsinn. Also das war, das hat mich sehr, sehr berührt, weil wir beide haben ja eigentlich gebürtig gar nichts mit Plattdeutsch zu tun und treffen uns nun irgendwo in der Pampa. Und er, also Plattdeutsch, das mennonitische Plattdeutsch sozusagen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Man hört dir wirklich super gerne zu, auch wenn du Plattdeutsch, sogar wenn du singst, hört man gerne zu. Wie ist es für dich? Was spielt für dich, welche Rolle spielt für dich Sprache? Ja, also bei mir ist mit den Sprachkenntnissen nicht so weit her. Ich kann vielleicht Englisch, Deutsch und Bayerisch, aber das war's dann schon. Ich meine vom Hören. Und vom Hören ist es natürlich so, dass ich, ich denke, wie jeder andere auch ganz gern so Spanisch und so Dialekte oder so höre. Und natürlich auch insgesamt super viel über die Stimme mache. Also ich merke mir, wie andere sich Gesichter merken, merke ich mir halt die Leute an der Stimme. So. Deswegen ist Sprache für mich unglaublich wichtig. Aber so rein vom Hören oder was ich jetzt gern höre, ich glaube, das ist nicht anders wie bei dir oder so. Und ich bin jetzt gerade dabei, anzufangen, Spanisch zu lernen, weil ich finde, das klingt total toll. Und ich finde es toll, dass du es ein bisschen kannst, Jared. Un poco. Sí. Hablo un poco español. Genau. Y tú? Wie stellst du dir die Leute eigentlich dann visuell vor, wenn du mit ihnen sprichst? Kannst du sagen, ach, der ist groß, der ist klein? Wie
funktioniert das? Also gut, ich denke mir schon manchmal so, ah, der ist groß oder klein, oder wenn ich dann mit jemand mitlaufe, ah ja, der ist ein bisschen kräftiger, weniger kräftig so, aber das ist mir insgesamt relativ gleich. Also Hauptsache, der ist nett, und ob der jetzt dick, dünn, groß, klein, keine Ahnung, große Nase, kleine Nase, das sind Sachen, die sind mir eigentlich egal. Kannst du deinen Mann beschreiben? Ja, aber also zum Beispiel sage ich dem immer nachher, er hat eine große Nase, und jeder sagt zu mir, nein, das stimmt nicht. Aber ich finde, im Gegensatz zu meiner ist die riesig, und deswegen sage ich. Da gibt's diesen Spruch, den kann man jetzt fast nicht hier um 11.15 Uhr sagen. Du erinnerst dich, mehr wollen wir gar nicht sagen. Johannes? Der heißt Tom, ne? Tom. Genau. Sehr gut. Um zu was ganz anderem zu kommen. Noch eine Frage. Kartoffelkäse. Noch eine Frage zu dem Thema. Ja? Johannes? Kannst du dir, nein, nicht Johannes, aber Farbe. Kannst du dir den Unterschied zwischen Volker und mir jetzt optisch vorstellen, jetzt von der Hautfarbe, oder ist es für dich? Gar nicht, nee. Also hättet ihr es mir nicht gesagt, hätte ich es mir nicht gedacht, dass ihr unterschiedliche Hautfarbe habt. Das kann man sich so nicht vorstellen. Nö, das hört man jetzt so nicht. Also du hast jetzt nicht so die typisch dunkle Stimme, die ich da zuordnen würde oder so. Nee, gar nicht. Spannend. Interessierte mich nur. Lass uns doch mal in dieses leckere Töpfchen gucken. Magst du die Hand reinhalten, oder wie machen wir das? Wir geben der Martina jetzt mal was zum Probieren, finde ich. Und dann würde ich sagen, wir können das schön anrichten. Ja. Und rüber zum Essen gehen. Sehr gut. Und dann bedanke ich mich, dass ihr meine Gäste seid. Danke für die Einladung. Dankeschön, war super. Ich poste schon mal ein bisschen. Ja, bitte, gern. Jared, zeig uns doch bitte, wie man dieses Gericht komplett ohne klassisches Besteck zu sich nimmt. Ganz einfach. Man reißt ein Stückchen von dem Fladen ab. Genau, Martina, machst du es? Genau, sehr schön. Und dann nimmst du es so ein bisschen zwischen die Finger und entwickelst du das hier mit der Soße da ein bisschen ein. Genau, und dann steckst du es so einfach dann ein bisschen wickeln, rein. Genau. Und vielleicht hier und ein bisschen da tauchen. Okay. Du musst jetzt ein bisschen also gucken, wo was ist. Wie eine Zange. Links, damit es jetzt keine Überraschung gibt. Hier links, guck mal, da hast du, also bei wie viel Uhr ist das? Das 8 Uhr. Bei 8 Uhr hast du die Itto-Soße. Bei 11 Uhr hast du den Grünkohl. Okay. Und so bei 2 Uhr ist das Fleisch, und ganz in der Mitte ist das Ei. Genau, der Zeiger quasi. Guten Appetit. Hält man dann die Hand so ein bisschen unter das Kinn, damit du auch gleich weißt, von wo es kommt. So ein bisschen hoch und im Mund. Guten Appetit. Wahnsinn. Jetzt ist erstmal ruhig. Genau. Wir können ja dann schon mal anstoßen, wenn Martina noch mit dem. War es zu viel? Entschuldigung.